Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 42. Part von The Binding of Isaac Afterbirth. Wie im letzten Part, denke ich, werden wir mit Lilith spielen. Ach, ich freue mich ja schon. Ja, mit Lilith. Ja, wir müssen alles noch machen, außer Mom's Heart haben wir anscheinend schon mal. Also Eclipse haben wir schon mal besiegt. Mit ihr, wir müssen also den Boss Rush machen. Wir müssen, ja, Mega Satan, Hash, alles müssen wir machen. Wir werden schauen, wie wir was machen. Wie wir es hinkriegen, also. Oh. Erstmal hätte ich gern Speed up, das ist bei ihr. Und Piercing-Schutz sind auch nicht. Das ist so ein bisschen ein Problem, sie ist auch wirklich so ein bisschen Maggie-Speed. Also irgendwie, Edmund Macmillan scheint irgendwie Frauen als langsam anzusehen. Also, dann können ja mal die Feministinnen unter euch. Können ja mal Edmund Macmillan anschreiben und fragen, Alter, Bro, warum sind die Frauen in deinem Spiel immer so. Wobei Eve ist nicht langsam. Eve ist nicht langsam, aber Eve ist auch eine Dämonin. Da ist wirklich die Frage, was der Edmund mir sich dabei gedacht hat, die Frauen immer so langsam zu machen. Hier sind Piercing-Shots natürlich. Entschuldigung, Gott. Natürlich wundervoll. Oh, ja, wenn man dann getroffen wird, ist natürlich noch besser. Ja, das ist ein Speed-Up und noch ein kleines Damage-Up. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir gehen gleich mal weiter, denn wir wollen so schnell wie möglich sein, da wir vielleicht den Boss-Rush hier machen müssen. Möchten, nicht müssen. Wir müssen auch, aber wir möchten auch natürlich. Das Ding ist im Boss-Rush, inzwischen ist es so, dass sich Space-Items im Boss-Rush aufladen. Ich glaube, pro Welle, ich weiß gar nicht, ob es pro Welle zwei Striche sind oder nur einer, das weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall lädt sich das Ganze auf. Und natürlich, wenn man Lilith ihr Ding hat, ihr wisst, worauf das hinausläuft, dass man dann eben sehr, sehr viele von diesen Begleitern hat. Und dann eben, ja, Action machen kann. Das ist natürlich toll, dass hier erstmal Curse of the Blind ist. Telepathy for Dummies, der hat das nämlich natürlich mit. Das ist genau der Style, den ich haben wollte. Das ist natürlich jetzt echt doof, dass wir dann im Devil Deal nicht sehen können, was wir mitnehmen. Und, wenn ich habe gerade gedacht, was machen wir denn? Mega Satan, man kann, also das mit den, Räumen, mit diesen Sacrifice Rooms, das ist so, dass es nicht Ebenen übergreifen, was ich echt nicht gedacht hätte. Also du musst auf einer Ebene, musst du dich, so oft da dran sacrificen, dass, beide Engel spawnen, denn sonst kannst du auf in der nächsten Ebene eben nochmal so oft machen. Ihr versteht auch nicht, was ich meine. Schlecht bin ich immer klären. Das ist richtig scheiße. Also es hat auch einen Vorteil, dass man sich eben, es gibt ja die Chance, dass ein Angel Deal Item droppt. So kann man sich so ein bisschen, oh, Tears Up, ein paar Items farmen. Okay, ich glaube, das zweite Item nehme ich einfach mal mit. Einfach mal so YOLO, oder? Ja, komm. The Pact. Ja, das hat sich gelohnt. Ich liebe The Pact. Ja, gehen wir direkt weiter. Wir machen hier keine Kaffeekränzchen hier auf den Ebenen. Wir wollen Gas geben. Wir wollen, wie gesagt, wenn es geht, den Boss-Rush erreichen. Dafür heißt es einfach, bisschen stark werden, Leben sammeln, vor allem Leben sammeln ist wirklich wichtig. Ich finde schon mal schön, dass wir Piercing-Shots haben. Das finde ich wirklich schon mal wunderbar. Das sind natürlich solche Räume, natürlich richtig geil, wo ich 10 Jahre brauche, um die zu töten. Was haben wir? Tour of Hearts bringt uns natürlich überhaupt nichts. Okay, ja, aus euch spawnen diese Dragosso-Viecher, ja. Ach. Auf den ersten Ebenen seid ihr so schön und nett und dann auf der dritten und so werdet ihr scheiße. So tolle Gegner auf den ersten Ebenen, ne? Und dann ab der dritten Ebene sind sie einfach scheiße. So, was haben wir denn hier drin? Irgendwas Schönes, irgendwas. Ja. So. Wow, die war gefährlich, die Bombe. So, wow. Okay, ich habe gerade vergessen, dass es die Schwarzen sind. Aber es sind die Weißen, die einfach gerade ausschießen. Nämlich gerade fast in den Damage. Genau, auf euch habe ich nämlich geguckt, dass ihr es gerade wart. Habe ich mich fast in den Damage reingelenkt. So, goodbye. Ah, Spinnen. Schade. Hätte ja sein können, dass wir in den Devil Deal geportet werden. Seelenherzen bekommen. Irgendwas Schönes. Was aus diesem wunderschönen. Wo haben wir eigentlich die ganzen. Pff, du bist groß. Wo haben wir die ganzen Bomben her, frage ich mich gerade. 7 Stück. Aber das ist echt so viele gedroppt. Was haben wir hier Schönes? Luck down. Damn. What the fuck is that shit, mate? I really don't enjoy that. I really don't enjoy that when you're giving me lockdown, man. Aber immer noch ein Schlüssel. Oh, okay. Haben wir genug. Wir sollten genug Range haben, oder? Wir hatten ja ein kleines Range. Ah, nein. Ah, wenn ich so mache. Ah, wenn ich so mache, funktioniert es. Denn ich möchte vorsichtig sein. Ich möchte vorsichtig sein, vor allem bei so Superform. Da bin ich doch dann lieber ein bisschen übervorsichtig. Vorsicht ist immer noch besser als Nachsicht, meine Freunde, ja. Du bist Taurus, ne? Ja, komm mit. Warum nicht? Ist zwar nochmal ein Speeddown, aber. Taurus ist eigentlich ganz cool. Ja, das war so halb unausweichlicher Damage.
Es sei denn, ich wäre natürlich stark genug gewesen, um ihn instant zu töten. Auch Taurus habe ich noch mitgenommen. Ist gar nicht so ein krasses Speeddown eigentlich. Also eigentlich hätte ich das jetzt krasser gedacht, aber es geht tatsächlich. Natürlich würde ich trotzdem gerne einen Speed-Up dann doch noch finden. Weil Taurus ist ganz cool. Taurus aktiviert sich ja, soweit ich weiß, so, wenn man einfach eine gewisse Zeit lang sozusagen läuft oder so, einfach so ein Speed sich aufbaut sozusagen. In einem Raum. Health up, das ist gut im... Ach, Tour of... Oh, ja. Das war der dümmste Move, den ich je gemacht habe. Danke. Tour of Hearts, ja, verdoppelt die Herzen, wenn ich aber 0 habe. 0 mal 0 ist halt leider 0. Ah, Münze. Ja. Komm mit, wir können noch was rausspringen, wenn wir Lust drauf hätten. Aber hier ist eh jetzt nicht so krasses. Durch das eine Item würden wir 5 Bomben bekommen. Ah, wir haben noch einige Bomben. Das war gerade echt ein dummer Move, ne? Tour of Hearts, Alter. Einfach mal rausgehauen, Alter. Jetzt hätte ich natürlich gerne ein rotes Herzchen irgendwo. Das war auch eigentlich meine Intention, um in den Shop gehe. Ich hoffe, ich habe keins übersehen. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, ich hätte keins gesehen. Oh Gott. Das sind natürlich meine most favorite rooms. Kann ich euch erzählen? Na, get einfach down. Komm. Oh, wie viel hältst du aus? Na, endlich. Wow. So, wunderbar. Okay, hier geht's zum Boss. Ah, okay, dann haben wir halt kein rotes Herzchen leider. Schade. Egal. The Forsaken. The Forsaken is here to kill us all. But I'm gonna kill him first. Get down. Und hier ist er. Wunderbar, wir haben Mechandevil bekommen. Alles klar, weiter geht's. Wir sollten gut dran sein von der Zeit. Wir sollten sehr gut dran sein. Meine Aufnahme geht in 6 Minuten. Oder 6:30 besser gesagt. Ja, guck mal. 5 Minuten und wir sind schon in Flooded Caves. 1. Oder nee, wir sind in Flooded Caves 2, ich trottel. Ja. Flooded Caves 1 ist nicht ganz so krass. Das ist auch krass, aber nicht ganz so krass. Pretty Fly, sehr gut. Und ein rotes Herzchen, passt noch besser. Aufpassen, da kommen sie gleich von oben. Ja, kommen sie angerast, die Schlawiner. Ich kenne sie doch. Bam. Was hier noch? Ah, du. Ganz alleine. Guck mal, aber er grinst wenigstens schön. Er grinst wenigstens schön und ist sich dessen bewusst, dass er jetzt leider sterben muss. So. Wenn wir den Bossverschrei schaffen, ne? Das wäre ja schon mal ein Achievement. Und wir haben auch wirklich, also wir haben schon mal eine anständige T-Rate. Noch ein bisschen Damage dazu. Und ich würde sagen, dass wir gut am Start sind. Ja? Gegönnt haben wir uns die T-Rate. Gegönnt haben wir sie uns. Oh, oh. Ach, du Pisser. Mann, das war so einfach eigentlich auszuweichen. Aber irgendwie war ich ein bisschen doof. Ja, wie gesagt, lang kein Eise gespielt, bitte. Please don't hate. Ah, guck mal, Taurus. Ja, schauen wir mal hier rein in den Shop. Oh, die Blue Map, die ist eigentlich ganz interessant, aber interessiert mich dann doch nicht so hart, dass du nicht lieber Seelenherz mit. Ich könnte mir das Geld jetzt rausspringen, aber Blue Map, ich habe eh keine Zeit, um die ganzen Räume zu sprengen. Wie gesagt, wir sind heute schnell unterwegs. Ich war gerade noch irgendwie kurz im Glauben, dass ich Shielded Tears hätte. Vom Greed Run, den ich gerade eben gemacht habe. Boah, Alter, der hat mir einfach in die Fresse gespawnt. So. Ich hasse die Viecher, ne, mit ihren komischen Kackwürmern. Deshalb hasse ich auch Flooded Caves. Oh, da aus. Ja. Prof. Thomas ist da. Haben wir unseren Damage, den wir haben wollten. Alright. Ja, guck mal, wir kommen auch vor allem so gut durch die Ebenen gerade durch, ne? Das ist richtig geil. Es ist nur das Spawn, ne? Das ist immer geil. Wir kommen richtig gut durch die Ebenen durch, auch wenn wir keine Karte haben. Irgendwie laufe ich gerade. Oh. Geiles Item, noch ein bisschen Tears ab. Krampus! Das ist ja nicht mal ein Problem, Alter. Come to me! Jetzt bloß, also Kohle darf ich jetzt nicht mitnehmen, ne? Kohle ist blöd. Kohle wäre blöd mit Proptosis, glaube ich. Inzwischen ist ja auch so, Proptosis und Brimstone sind inzwischen ultra scheiße zusammen, ne? Also, wenn ihr jemals Brimstone habt oder Proptosis und ihr findet das entweder ihr wisst, was ich meine, dann nehmt es nicht mit. Es ist wirklich, ihr habt dann, also früher war es ja so, es war einfach nur ein Damage ab. Inzwischen ist es so tatsächlich, dass Brimstone dann den Proptosis-Effekt hat und du hast am Anfang einen richtig dicken Strahl und am Ende wird er ganz dünn. Oh, den kann ich sprengen. Vielleicht ist da unten, ne, wobei. Also oftmals ist bei solchen Konstellationen ja der Geheimraum hier. Oh, ich habe nicht beide getroffen. Egal, wir haben genug Bomben, meine Freunde. Ah, schon. Ich könnte es mir hier die goldene Kiste auch und den Schlüssel vielleicht rausspringen. Moment. Ah, nee, komm, lass mal lieber. Einmal versuch. Ich gehe in den Zacken rum. Ich gehe rein, komm. Risiko. Hat sich nicht gelohnt. Hat sich wirklich nicht gelohnt. Nee, auf keinen Fall. Hat sich auf keinen Fall gelohnt. So, jetzt müssen wir uns zwar recht nah ran an die Gegner, aber ist auch nicht so schlimm. Bisschen Range-Up jetzt halt noch finden.
halten. Das wäre ganz nett. Von der Zeit her sieht es echt super aus. 8 Minuten, wir haben noch 2 Ebenen vor uns. Und euch können wir so schnell besiegen, weil wir Piercing-Shots haben. Oh, wunderbar. Oh, guck mal, das ist ein ganz kleiner. Guckt ihn euch an. Get down. Das ist so sweet, aber muss es down getaked werden. Oh, wow, da bin ich fast in den reingesteppt. Lohnt sich das? Nee, nicht wirklich. Ich habe nur einen Schlüssel. Und ich möchte eigentlich auch in den Shop, aber vor allem in den Itemraum. Das ist erstmal das Wichtigste. Da oben ist noch einer von diesen. Genau. Von euch kleinen Schlawinern. Was haben wir hier Schönes? E-Wars. Vielleicht ist es ja ein Schwarzmarkt? Nein, leider nicht. Da will ich jetzt ein bisschen reinspringen, wenn ich schon sehe, dass ich hier in eine Sackgasse laufe. Hualakaduya Masananda Konai. Dankeschön, Kürzester Mace, dass du mich auf den richtigen Weg bringst, da wo ich nämlich auch hin wollte. Jetzt gehe ich jedenfalls mit. Gerade eben, wo ich noch sage, hey, wir sind gerade echt gut unterwegs, wir laufen wirklich fast nur die richtigen Wege. Ja, so laufe ich jeden falschen Weg, ne? It's a bit. Komm schon, bitte geh down. Ja. Ah, unser Damage setzt sich gut aus. Irgendwie wo wirkte gerade ein bisschen wenig, weil ich mir dachte, ich habe so viele Schüsse für den gebraucht. Okay, hier. So, hier ist vielleicht der Geheimraum. Ah, hier, wie gesagt, in solchen Konstellationen ist der übelst oft. So. Wunderbar, wunderbar. Wir gehen erstmal. Okay, dann gehen wir halt mal rechts lang und gucken uns hier um. So, Piercing Shots for the win. So, na. Sehr schön, jetzt haben wir ein paar Schlüssel. So, ja, du bist no problem. Ja, Piercing Shots, Proptosis ist echt anständig auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen Leben noch. Ja, das wäre doch ganz angenehm. Oh, super Geheimraum, hätte ich es nicht gedacht. Bam, okay, nur ein Herzchen, aber... Okay, ein paar viele Schlüssel, ja, sage ich nicht nein zu. Okay, war nur eine. Ein paar Münzen, ein paar Bomben. Dann lohnt sich vielleicht auch wirklich mal ein Shopbesuch. Oh ja, ein Shopbesuch lohnt sich. So, zack, zack. Wie sieht die Zeit aus? 11 Minuten ist immer noch komplett in Ordnung. So, hier ist schon mal der Shop. Immerhin mal eine Sache gefunden. So. Ja, nee. Ich nehme jetzt Seelenherz natürlich mit. Jetzt habe ich einfach. Wow! Alter! Jetzt habe ich auf einmal 10 Schlüssel. Ne? Gerade immer am Anfang der Ebene hatte ich noch einen. Jetzt habe ich 10. Nicht gut. I like that. I really enjoy that. Ich denke mal, hier ist der Boss. Yep. Können wir auch gleich machen. Ist ja noch nicht Marm-Ebene. Na? So, ist ja noch nicht Marm-Ebene. Okay, dann machen wir den kurz. So, dann haben wir jetzt mal noch den Item Room. Au! Du Assi, Alter. Ne. Ah, vielleicht mit dir. Kein Deal? Okay, aber noch als Setup immerhin. Das ist auch ganz nett. Ist natürlich auch ein Range-Up, ne? All Stats, also auch ein schönes kleines Range-Up, was natürlich für unsere Proptosis-Drehen super, super gut sind. So, jetzt müsste hier unten eigentlich gleich der Itemraum kommen. Ich denke mal nicht, dass die Ebene viel größer sein wird. Nein, gehört auf der? Ja. Hier ist doch der Itemraum. Komm, komm, auch mal rein schnubbeln, was da ist. Ja, komm. Wir haben die Zeit, wir haben die Zeit. Guck mal, jetzt können wir uns eigentlich rausporten. Aber muss ich wieder übelst weit laufen, weil sie porten mich ja an den Anfang der Ebene, glaube ich. Die Wurstfinger. Und dann muss ich hart weit laufen. Und ich glaube, da sind wir schneller, wenn wir hier kurz die Gegner kaputt machen. So, und so. Wunderbar. Und was kriegen wir? Immerhin habe ich jetzt. Das brauchen wir jetzt. We need that, we need that. So, zack, was haben wir hier? Es hat sich gelohnt, tatsächlich auf jeden Fall den Itemraum in den reinzugehen. Das war wirklich ein Item, wo ich mir nur denke, ja. This shield like. Warum ist sie bei Proptosis war so ein Reroll-Automat, aber hier ist keiner. Hätte ich lieber hier einen gehabt. Nein, Curse of the Maze. Please stop what you're doing, man. So, und weg hier. So, wir sind gut in der Zeit. Wir sind 12, 13 Minuten, glaube ich, waren wir jetzt. Ah, 12 Minuten, das ist vollkommen super. Sind es die... Ja, du bist... Okay, ich weiß gerade nicht, ob der eine da an... So ein Vierschuss-Typ, also in der in alle vier Richtungen schießt oder nur in... Oh, Taos. Das ist jetzt gar nicht so gut, weil ich nicht an euch rankomme. Bam. Hat geklappt. Ah, ich habe mit Taos noch gar nicht hier reingewollt. Aber okay, hat sich eh gelohnt. Jetzt haben wir auch gut Leben. Also, Boss Rush wird gemacht, meine Freunde. Boss Rush wird gemacht. Vielleicht auch noch Hasch. Wer weiß, ob wir Hasch machen werden. Da kommt es natürlich auch auf die Zeit an, natürlich. Denn man hat ja... Man muss bei 30 Minuten, muss man...
bei, also Idlis besiegt haben. Das könnte natürlich auch noch so ein Problem werden. Aber wenn, wobei, wir müssten mit unseren Tränen super nah ran und Hasch und super nah ran ist jetzt, sind jetzt nicht so zwei Worte, die so zusammenpassen, wenn ihr versteht. Hasch und super nah ran sind echt nicht so, das sind zwei Begriffe, die nicht so gut zusammenpassen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ah, weg mit dir. Ist eine Münze gedroppt. Die interessiert mich gar nicht, die Münze. Die interessiert mich einfach überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Arcade Room, okay. Ja, könnten wir kurz reinschauen. Vielleicht ist da irgendwas Cooles drin. Ja, ein bisschen was zu sprengen ist hier drin. Sehr viel Geld. Health down, okay. Nehme ich tatsächlich mit, weil wird jetzt zum Health up. Okay, ja, haben wir schon mal den Boss. Oh, das war jetzt doof. Das war doofer Damage, gebe ich zu. Da wollte ich einfach nur schnell sein. Den schnell ausschalten. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal den Boss gefunden. Das ist super. Health down könnte ich zum Beispiel auch theoretisch... Nee. Ich habe gerade überlegt, wenn ich ein Herzchen habe, könnte ich ja Health down einsetzen. Damit ich den Polaroid-Effekt bekomme. Ah, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Weil bei einem Herz wird es ja zu Health up. Aber selbst dafür wäre es nicht schlecht. Vor allem dann in einem Devil Deal oder so, wenn man dann... Ich denke, oh, keine Items. Aber keine... Nicht genug Herzen. Was haben wir hier? Lemon Party. Ich finde es cool, dass der inzwischen die Pillen ansagt. Aber irgendwie, manchmal irgendwie nicht. Also manchmal schon, manchmal nicht. Habe ich irgendwie ein bisschen komisch. Okay. Das ist natürlich eine sehr, sehr eklige Raumkonstellation mit den ganzen Dingern. Na, geh weg. Okay. Bam. Bam. Ah. So wie ich das sehen. Sehr schön. Noch ein blaues Herzchen. Wunderbar. Müsste jetzt hier nicht langsam mal der Itemraum und oder der Shop. Waren wir schon im Shop? Ich glaube, wir waren nicht im Shop, oder? Oder waren wir schon im Shop? Hashtag bestes Gedächtnis. Würde ich jetzt einfach mal stark behaupten. Nee, wir waren nicht im Shop. Heißt, hier haben wir schon mal den Item Room, wunderbar. Die schwarze Bohne, nee, ganz sicher nicht. Ja, da gib mir den geilen Shit. PhD, nee. Ho, nee, geht noch besser, komm. Ich weiß nicht mehr, was du bist. Bist du Pischkes? Ah, Cancer. Ja, das ist auch... Oh, wobei, bringt mir gar nicht so viel. Ja, okay. Ich habe gedacht, wer Pistik ist, also Fische. Das wäre, wenn ich ein Tiers abgemacht hätte. Da habe ich es mitgenommen, weil ich dachte, Tiers ab. Wir haben zwar gute Tier-Rate, aber da geht noch mehr. Was haben wir hier? Die Broken Stopwatch. Eigentlich nicht. Brauche ich eigentlich nicht. Dann spende ich tatsächlich nochmal hoch. Auf 999 oder 998, weil das Spiel nicht will, dass ich auf 999 spende. Weil dann können wir uns da mal mehr rausspringen, wenn wir Lust darauf haben. Oder wenn man zum Beispiel mal unendlich Bomben hat. Und das wäre natürlich auch mal geil, ne? Unendlich Bomben und Restock als Item. Also das Item, damit du dann im Shop immer wieder neue Items auftauchen. Dann am besten noch Chaos dazu. Das wär smooth, weil dann könntest du theoretisch 999 Münzen ausgeben. Weil der Automat bleibt ja nicht stecken, wenn man ihn... ausraubt. Jetzt das Ding, ich werde Marm jetzt ohne mein Ding einzusetzen machen. Wir sollten trotzdem auf jeden Fall schnell genug sein. Nein, Marm. Das ist nicht so mein Style, wenn du so auf mich trittst. So, Taurus-Effekt. Ah, get down. Na. So, ein bisschen Damage konnten wir ihr mit dem Taurus-Effekt zufügen. Na komm, noch einmal. Get down. So. Wir müssen eh alles mit ihr machen. Also nehme ich das Polaroid einfach mal mit, weil wir viele Schlüssel haben. Devil Deal. Mom's Knife ist natürlich genau der Shit, den ich jetzt überhaupt nicht will. Ich spiele kurz an dir. Na komm. Na komm schon, drop mir was. Eine Karte. The Sun. Ja. Ich nehme, glaube ich, Gabi's Tail mit, ja, aber Mom's Knife nehme ich jetzt ganz sicher nicht mit. Weil ich schöne Tränen habe. So, oder Mom's Knife? Nee, Mom's Knife. Sprengen kann ich dich noch, wenn du mir schon nichts gedroppt hast, du Pisser. Wir müssen jetzt hier aufpassen, ne, wenn wir jetzt hier rauslaufen. Okay, das Loch wäre eh so ein bisschen zu gewesen. Haben wir wenigstens irgendwas Schönes? Midas Touch. Ja, nur Schrott und wir müssen auch noch Schaden nehmen. Natürlich cool. So, welcome to the Boss Rush. Haben wir noch gar nicht gesehen, das ist der neue Boss Rush, der ist auf jeden Fall schwerer, also und soweit ich weiß auch länger. Also wird schon ein hartes Stück hier, ne? Also müssen wir aufpassen. Aber wie gesagt, irgendwann rennen hier eh 20 von... Achso, da bist du.
20 von... Ach Mann, der Raum ist so groß, dass es so scheiße ist, wenn er sich so wegdingt. 20 von unseren Inkubus, Succubus, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, gibt beides. Ey, Bro. Wie gesagt, ich möchte vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit... Ah, okay, 2 pro Ding. Wie gesagt, der Boss ist jetzt meiner Meinung nach auf jeden Fall schwerer geworden. Aber wir müssen ihn ja nur mit ihr machen. Und mit ihr ist er gar nicht so schwer, weil... Naja, ne? Huch, achso, ich kann ja nicht fliegen. Upsa. Ja, jetzt haben wir schon mal einen Triple Shot sozusagen. Näher ran. Stimmt, immer vergesse ich wieder, dass ich Proptosis habe. Immer schön nah ran. So, und noch ein Engel, okay. Okay, wir haben Midas Touch. Das ist natürlich jetzt geil gewesen. Können wir uns noch ein bisschen Geld snacken. So, get down. Zack. Wenn ich das Spiel irgendwann abstürzt, das wäre natürlich geil. So, okay, mit deinen Trollbombs kannst... Aua, ich wollte gerade sagen, kannst du mich mal, aber da hast du mich doch getroffen. Muss ich dir gönnen, War. Hast du gut gemacht. Tschüss. Das sind aber, glaube ich, die Engel auf jeden Fall schon mal weg und die kommen nicht nochmal. Oh, Manno. Der kriegt ein bisschen zu viel Damage, meiner Meinung nach. So, zack. Load. Ach, Mist. Na komm, geh weg. So, jetzt ist du. Das ist halt... Das sieht halt fucking cool aus. Ja, so da mit diesem Pfeil geschossen. So, get down. Bam, bam, bam. Und nochmal aufgeladen. Woo, Ragman. Und Duke of Lies. Ich habe kurz seinen Namen vergessen. So unwichtig bist du, Alter. Okay. The Horn. Ich habe vor keinem von euch jetzt mehr Angst. Sag, komm her, Horn. Du bist jemand, der auf der ersten Ebene gerne mal Angst macht. Aber jetzt, mein Freund, bin ich dein schlimmster Albtraum. Ba, 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 ba. Oh. Ba, 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 ba. So, bam. Noch ein, ja. Ja, was ist geschehen? Ich weiß gar nicht. Ach so, du. Ja, deshalb ist er, wie gesagt, der Boss-Rush mit ihr nicht sonderlich schwer, wenn man halbwegs stark ist. Und mit Proptosis haben wir so ein Item, was doch schon ganz, ganz nett ist. Ja, ganz nett ist. Ich meine, ja. Ja, so, ja. Man sieht's, glaube ich, so langsam. Es ist schön. Mit ihr Boss-Rush macht wirklich Spaß. Bro? Brownie! Auch so ein Hassgegner eigentlich, aber tschüss. Monstro ist noch hier irgendwo am Schlawinern. Goodbye. Kurz einsetzen hier. Ah, es war der Bosswash. Immaculate Conception. Shielded Tears. I kinda like that idea. Denn wir haben ja Piercing Shots. Unsere Tier Rate ist trotzdem gut. Jetzt müssen wir nah. Können wir auch nah ran an die. Hasch, meine Freunde. Hasch ruft so ein bisschen. Auch noch eine XL-Ebene. Also Hasch ruft ja wirklich komplett. Der Berg, nicht nur der Berg ruft, sondern jetzt ruft auch noch der Hasch. Jetzt rufen sie aber alle hier so langsam. Der Berg ruft. Oh, Taurus. Ah, geht da. Oh, guck mal. War immer so uncool. Vor allem, wir haben bei Hasch ja tatsächlich nochmal einen Shop. Wir haben bei Hasch ja dann nochmal einen Shop. Jetzt ein bisschen Leben wäre halt noch nicht schlecht. Also so ein Abaddon jetzt im Devil Deal. Meine Freunde, das wäre ja mal der Shit. Ein bisschen Leben wäre jetzt echt nicht schlecht. Oder ein Wave oder sowas wäre auch cool. Na, willst du nicht down gehen? Dann gehst du halt so down. Okay, oh, ein Guppy-Item. Oder, ja, ein drittes Guppy-Item wäre ich auch nicht schlecht. Dürfen wir halt nur, wir dürfen bei den Bossen halt nicht unsere Box einsetzen. Weil ich dann ja bei Hasch die auf jeden Fall haben möchte. Klar, wir könnten darauf hoffen, dass wir im Shop, der dort existiert, eine Batterie bekommen. Aber, nee, ich hoffe mal... Ich gehe nicht so auf Risiko. Ich möchte meine geballte Power haben. Ja, da kam Shielded Tears echt geil, ne? Also muss man ja echt sagen, das kam echt gut. So, wir müssen auch nur noch den... Es gibt jetzt auch ein neues Update zu Afterbirth Plus tatsächlich. Fällt mir gerade so ein, weil ich jetzt gerade sagen wollte, wir müssen ja nur den Boss finden. Es wird Trinkets geben, mit denen es... also es gibt ein Trinket, mit dem gibt es einen Shop in der Wurm-Ebene. Und es gibt ein Trinket, mit dem gibt es ein Item-ROM auf der Wurm-Ebene. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool, weil dann lohnt sich die Warm eben auch. Natürlich muss man das Trinket erstmal finden, aber Taurus, goodbye. Ja, das Pferdchen bräust nicht unbedingt. So, Iblis, welcome. Die Augen so schnell wie möglich wegmachen, denn gegen sie können wir uns ja ganz... Oh, natürlich ist auf der anderen Seite der Map. Taurus.
So, jetzt einfach reinhauen, Alter. What you wanna do, Alter? Ba 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 bam. Den Move können wir leider nicht blocken, aber noch ein paar Schüsse ist down. Down, habe ich gesagt. Kein Devil Deal ist natürlich jetzt ein bisschen sad. Wir gehen trotzdem zu Hasch. Wir versuchen Hasch. Ich denke mal, jetzt ist eine gute... Auch wenn wir jetzt nicht so viel Leben haben tatsächlich. Also wir haben schon ein bisschen Leben, aber wir haben nicht so viel Leben. Aber wir haben vor allem auch, denke ich mal... Wir haben auf jeden Fall genug Schlüssel, um... Hier wunderschön... Seelenherz... Two of Diamonds könnten wir... Setzen wir einfach... Hier ist zwar nichts dabei, was ich will, aber... ich kann... Piggy Bank mitnehmen. So, dann würde ich mal sagen, bam. Okay, bam. Na. Bam und bam. Okay, die Kisten waren jetzt nicht so der Burner. Ja, Gemini nehmen wir da natürlich mit. Also ich glaube, also Poop wäre jetzt viel zu OP. Das habe ich nicht mitgenommen. Tech 10. Aber ist da... Ist dann mein... Ich habe das Problem mit den Shielded Tears. Ich nehme hier mal... Kommt man nach dem... Ich habe so viele Fragen gerade. Erstens, ob das mit Shielded Tears funktioniert. Und zweitens, ob ich nach dem Bosskampf wieder rauskomme. Wenn ich rauskomme, werde ich Tekken auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich glaube, für den Bosskampf... werde ich es jetzt erstmal... Das ist zu gefährlich. Das ist mir eindeutig zu risky. Wenn wir dann keine Shielded Tears mehr haben. Weil das jetzt unser Leben ist. Ja, das ist unser Leben einfach gerade. Choros Musik ist cool. Also die Musik wird ja einfach nur verschnellert, glaube ich. So, welcome, Hash. Ja, wir können jetzt auch... Das ist das Ding, weil sonst hätten wir... Guck mal, so nah müssen wir in etwa stehen. Um anständig Damage zu machen. So, ich kratze mich dann mal kurz am Auge, ne? Ja, noch easy, ne? Also hier ist Shielded Tears halt echt der Shit. Haben wir auch mal endlich mal einen anständigen Lilith-Run. Sonst sind meine Lilith-Runs ja meistens ziemlich... Aids und Krebs würde ich jetzt einfach mal... Als Aids und Krebs würde ich jetzt einfach mal bezeichnen. So. Das ist, glaube ich, eine ganz nette Bezeichnung dafür. Und auch eine ganz passende vor allem. Der ist ja jetzt anständig. Wenn wir da Tech 10 ist, ja wirklich eines meiner absoluten Lieblings-Items aus Afterbirth. Und darauf habe ich richtig Bock. Ich hoffe, dass wir nach dem Bosskampf nochmal raus dürfen. Ich weiß es gar nicht, aber ich denke eigentlich schon, oder? Guppy wäre ich noch gern geworden, aber ja, kein Devil Deal auf letzter Ebene, leider Gottes. So. Bis jetzt noch keinen Schaden genommen, wir könnten noch Bomben legen und so, aber... sehe ich gar nicht ein, oder? So, deshalb wäre ich gern Guppy, weil die dann einfach schon mit Guppy zerstören, übelst viele Fliegen spawnen. Ah, guck mal, die will ich kurz kaputt machen, die sind nämlich eklig und nervig. So, kurz die Flieh. Uaiaiai, kommt mir nicht so nah. Ich stelle mich mal lieber wieder auf eine Seite von dir. Es gefällt mir irgendwie besser, als vor dir oder hinter dir zu stehen. Bam, 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 bam. Ne, Piercing Shots und Shield Tears sind halt echt das Shit gegen Hasch. Okay, die Tränen sind dann die, gegen die ist halt trotzdem eklig. Aber scheiß auf, kriegen wir halt Damage. Boah, es sieht so aus, als ob wir mit meiner Shield hier trotzdem schützen würden. Ja, okay, sie kommen ja von Incubus. Der schießt ja ein bisschen hinter mir gerade. Keine Ahnung, ob das gerade wirklich hilft, aber anscheinend schon. Oh Gott, hab ich nicht aufgepasst. Ja, ein bisschen Geld gespawnt, ne? Das war mein Ziel. Ja, Tech 10 habe ich echt Bock drauf. Und dann werden wir auch mal sehen, dann werden wir es nämlich rausfinden, ob, Tech 10 und Shielded Tears funktionieren. Aber jetzt beim... ich glaube, wir wären schon lang tot ohne Shielded Tears. Und von dem her war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, auf die Shielded Tears zu vertrauen. So, die mal kurz alle downtaken. Aua. Dann haben wir noch ein bisschen Damage getaked. Ist aber nicht so schlimm. So. Und tschüss, Hasch. War nett mit dir. Ah, Incubus is appeared in the basement. Ah, guck mal, ich darf wieder raus. Ist doch schön. So, jetzt ist Incubus da. Den kann man jetzt also auch im Devil Deal finden. Tech 10 ist der Shit. I like Tech 10. So, wir haben Polaroid mitgenommen. Ja, wir haben Polaroid mitgenommen. Wir haben Polaroid mitgenommen. Irgendwie Tech 10 lädt, also ich lade jetzt mal lang auf. Irgendwie sie wird es gar nicht größer so. Es bleibt recht klein, aber ich kann...
recht instant. Vielleicht kommt es durch den Shield of Tears-Effekt, weiß ich ja nicht. Ist eigentlich auch besser, wenn es klein bleibt, muss man. Ach, wegen Proptosis wahrscheinlich. Oh, stimmt. Was haben wir hier Schönes? Ja, wir haben auch Guppy's Tail, ne? Wir brauchen jetzt halt Schlüssel für die Chest ein paar. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich gebe mir immerhin 10 Herzen nochmal fahren. Yep. Was haben wir hier Schönes? Ja, für die Chance auf letzte Guppy-Item. Okay, ein Bomben-Item. Wow, du Assi. Shootet er es einfach mal zu mir, Alter. Ich glaube es ja nicht. Ja, komm, nimm mit. Ein paar Bomben dazu, ein paar Poison-Bombs. Jetzt können wir nicht wirklich testen, ob ich Shielded Tears habe oder nicht. Ich denke mal, spätestens bei Isaac werden wir es rausfinden. Was haben wir hier Schönes? Tears ab, wunderschön und Pheromone. Alright, alright. Vielleicht finden wir noch irgendwie die Joker-Karte oder so und können uns noch mal reinporten. Nee, ich brauche Schlüssel. Ich darf jetzt keine zwei Schlüssel für eine Kiste ausgeben. Ja komm, wir machen halt echt gut Damage, ne? Also. Nein. Nicht aufmachen, nicht aufmachen. Muss widerstehen. Oh nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Scheißraum. Nein. Stop it. Guppy's Tail, please. Und dann nachher, auf der Chess-Ebene, funktioniert es dann gar nicht mehr, ne? Das ist dann. Ja. Richtig geilo. Bam. Stop! Okay, hier ist der Boss. Gleich sind wir vom Fluch erlöst von Guppy's Tail. Gerade ist es ein Fluch. Weil ich das alles nicht öffnen kann. Ja, das ist doch schön. Ein Schlüssel. Ja, das weiß er ja ziemlich auch. Bam! Und bam, bam. Oh. Ah, guck mal, doch, es funktioniert. Ja, guck mal, es funktioniert tatsächlich. Aber irgendwie nur so. Also, funktioniert schon irgendwie. Ich weiß nicht. Sehr schön, jetzt draufballern. Genau. Schön, Midas Touch, goodbye. Wunderbar, haben wir Eis gar noch gemaked. Und jetzt fehlt nur noch. Der Runebag. Ah, der ist auch cool. Okay, wir haben drei Schlüssel immerhin. Gehen wir schon mal die ersten drei Kisten. Ja, Tech 5 nehme ich mit. Funktioniert gar nicht, okay. Ja, cool und ja, super. Also, geile Items. Thanks. 10 oder 10 Wood Bank. Na komm. Komm, du kannst mir das HP Upgrade gerne droppen. Leider nicht, schade. Wäre es auch mal nett gewesen. So. Chest. Ich werde es hier gar nicht. Ich wollte versuchen, wenn ich den Boss finde, werde ich ihn direkt machen. Also ich werde jetzt gar nicht groß versuchen, irgendwie Kisten zu farmen, weil ich habe eh kaum Schlüssel. Boah, das ist natürlich nicht so ein schöner Raum. Schnell, es geht ein, ausschalten. Ja, das ist sehr gut. Okay, dann. Okay, Taurus. Hi. Das sieht cool aus. Der so im Boden drin liegt. So. Okay, Loki. Ist. Eine Steinkiste, das habe ich auch selten erlebt. Das funktioniert mit ihr aber nicht. Okay, das ist eigentlich dann, hat man so einen Strahl vorne und dann, ja, kann man die Tränen eben besser kontrollieren. Ja, dankeschön. Ich dachte mich gerade, hey, Moment mal, das Item kenne ich irgendwo, aber ich habe keine Ahnung, was es macht. So, ja, guck mal, also unser Damage ist geil. Und ich würde es, also an sich war ein cooler Run, wirklich. Also Hasch gemacht, Boss Rush geschafft. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch Mega Satan und Dark Chest, also Dark Room schaffen. Mann, ich gehe den falschen Weg gerade schon wieder. Und wenn ich richtig liege, müssten wir nur noch das. Das ist, also wir haben wir heute wirklich was geleistet, meine Freunde mit Lith. Da haben wir uns wirklich was gegönnt, einen Schlüssel, das ist doch schön. Kann ich nämlich eine Kiste, die im Startraum mich aufbauen. Vielleicht kommt da noch so ein scheiß Item raus. Ja, brauche ich nicht. Soll ich bloß nicht sterben, ne? Wobei, ist. Ja, okay, ist jetzt nicht. Also, ich darf nicht sterben, ja, aber. Oh Mann, stop it. Ja, was bist du? Evil Eye, Eye Shot. Man muss halt echt sagen, mit Liv funktioniert recht wenig. Das war so ein bisschen wie Azazel. Mit dem funktioniert nämlich auch. Also, okay, ich bis heute zweimal. Mit dem funktionieren ja viele Kombos auch nicht. Also, das heißt Kombos, aber viele Items funktionieren nicht gescheit, weil er eben Brimstone hat. So ein bisschen ist es bei ihr auch so. Mit ihr funktioniert so fast nichts. Zack. Taurus. Taurus ist echt. Wenn man halt schon
nicht gerade den langsamsten, also mit Maggie ganz am Anfang, stell dir mal vor, mit Maggie ganz am Anfang findest du Ding, Taurus, Alter. Dann bist du einfach, dann bist du einfach die Langsamkeit in Person. So, kommt meine kleinen Spinnen. Du würdest mal wieder das Blue Baby finden, das wäre echt super nett. Oh, Ragman, Alter. Oh, Raggyman, Alter. So, tschüss. Satanskiste, okay. Ich hab mal kurz geguckt, habe ich die Left Hand oder so, weil... Satanskisten kommen mir auch so gut wie nie vor. Ja, danke. Happy Stale, danke, danke. Hätte ich die Kisten bei Hasch einfach, bei Hasch einfach nicht aufgemacht, aber... Wer hätte ahnen können, dass da so ein krasser Schrott drin ist, Alter. Zack, 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 zack. Taurus. So, ich gehe hier durch. Okay. Scheiße, ich glaube, wir müssen hier durch. Sind wir vollkommen umsonst. So, bam, 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 get down. Und du jetzt auch noch. Oh, komm mit. Schön, Taurus. Schön Geld farmen. Kann man sich gut Geld farmen, immerhin. So. Gott, wie groß ist die Ebene? How big is it? Ein Schlüssel. Okay, da unten war eine Kiste direkt. Ja, warum nicht? Eine Fliege. Die rote, die ist cool. Die macht gut Damage, alle. Tschüss. Noch eine normale Kiste mit Moms Parfüm, oder würde ich sagen. Moin, Blue Baby. What's up, Mate? Ja, komm mal. Ja, komm. Okay, also irgendwie mit Tech-10, das funktioniert irgendwie, aber es funktioniert auch irgendwie nicht so ganz. Manche drehen Blocks und manche nicht. Blue Baby ist geschafft. Wunderschön. Rein in die Chest hier. Und dann würde ich sagen, haben wir mit Lilith jetzt mal ein bisschen was erreicht, meine Freunde. Ich gucke es gleich noch, aber uns müsste jetzt tatsächlich Cambion Conception. Uns müsste jetzt eigentlich nur noch, Darkroom, ja, und Mega. Ja, Darkroom und Megasatan. Okay, okay. Da würde ich sagen, was mit diesem noch von The Binding of Isaac After. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, schaut die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.